Hört mich an. Ich hoffe innigst, dass meine Worte die Herzen jedes einzelnen Menschen auf ganz Eos erreichen. Die Welt ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wenn wir nichts tun, werden wir bald vollständig von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die Trauer und Zwietracht in uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Denkt an die vielen Opfer, die der gescheiterte Frieden gefordert hat. An jenem schrecklichen Tage. Luna. Doch, bitte, fürchtet euch nicht. Denn die Götter sind stets an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel, lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen die Welt. Und sie werden auch uns schützen. Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht. Denn ich verspreche euch, wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Ich danke euch. Das sehe ich auch. Kletter irgendwo rauf, von wo du Schiffe erreichst. Sie sollten schon bald im Hafen sein. Okay, kümmert euch um den Rest. Klar, wird erledigt. Jetzt geht's also los. Mein Name ist Luna Freya, vom Blute der Kanagi. Erhöre mich, Leviathan. Gewähre dem König für den Kampf um sein Erbe deinen Segen. Unterwegs. Der Ritus hat also begonnen. Sieht so aus. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 hier bei Crash 4089.
Es wird nun Zeit, dass wir diesen... das Imperium davon abhalten, den Ritus zu stören. So. Mein Großer. Nimm das und den. Okay, das wär's. Kommt schon hier. Sicher laufen beballert, ey. Schuss jetzt. Hier komme ich. Schluss mit deinem Geballerer hier. Du Schluss damit. Der erwählte König, das Dunkel vertreiben kann. Muss ich eine Göttin belehren? Gebete erklingen, um Gnade zu bringen. Und Gnade ist es, die Götter zu Göttern macht. Der König wird sich den Göttern als würdig erweisen. Okay. Sagst du so? Was ist denn das? Eine Leihgabe der Neffen. Mit der Kampfhaft das ist nicht dein Ernst. Lange noch. Überlass es mir. Okay. Das ganze blocken, ne? Müssen wir das Ding steuern? Jetzt einfach parieren. Oh shit! Okay, geschafft. OMG, was jetzt? Segne mich mit deiner Kraft!
Ist es schief gegangen? Wir müssen ihn besiegen. Verdammt. Alter. Muss ich dich erst umbringen, ehe du mich segnest? Umbringen? Sag dir so leicht. Müssen wir davonrennen? Was müssen wir denn machen hier? Jetzt sind wir im Wasser. Aber was jetzt? Jetzt schwimmen wir hier. Auf Leviathan zu? Nee. Hier müssen wir rüber. Wie es scheint. Ah nein, Punkt Warp. Ium. Wow. Das war eine Bruchlandung. Die müssen wir ihn besiegen. Aua. Sie besiegen, besser gesagt. Die MP-State ist gerade ungünstig für mich. Aua. Komm, nimm dir einen Heiltrank. Ich kann leider nicht... Okay, jetzt kann ich's. Sehr gut, meine MPs sind wieder aufgefüllt. Ist mir die jetzt mal von Teleportpunkt zu Teleportpunkt oder was? Boah, Alter! Wie müssen wir das machen? Mann, ey! Alter! Ja, was jetzt? Wie stellen wir das an? Au! Mir Fallschaden erleiden oder was? Wow! Was müssen wir machen? Komm rüber da, Mann. Wie müssen wir gegen sie vorgehen? Schnell, das ist ein Punktwarp. So, das füllt die MP wieder auf. Ja, hoch da, Mann. Ah, wie sie sofort angreift hier. Alter. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Rüber da. Nichts, was ich hier mache. Alter! So,
Kreuzer. Boah. Wie soll ich denn da hochkommen? Alter. Da wird man ja sofort angegriffen. Was kann man da machen? Das eigentlich hier. Hat das überhaupt was, wenn ich das hier mache? Wie kann ich denn die Göttin erreichen? Oh Mann, das war knapp, ey. Soll ich denn nicht mit Vorbahnkräften draufsetzen oder was? Oh! Okay, das scheint zu funktionieren. Gib ihn halt selbst. Und erinnere ihn schön an den Kristall. Schnell, kleiner Prinz, die Braut ist am Altar. Der Ring wird den rechtmäßigen König erreichen. Der Dunkelheit. Für immer seinen Frieden finden. Ihr zuerst, werte Luna Freya. Ruht in Frieden. Jetzt gehen wir richtig ab. Wir können fliegen, ey. Jetzt gehen wir richtig ab. Boom. Jetzt greifen wir richtig an. Zack. Oh mein Gott.
Jetzt gehen wir richtig ab hier. Das ist doch viel geiler. Aber dieser Dreckskerl hat sie einfach abgestochen. Hoffentlich wird sie jetzt nicht sterben dadurch. Wir müssen ihr unbedingt helfen. Jetzt müssen wir als erstes mal mit dir fertig werden. Oh ja. Ich hoffe, dass das schön wehtut. Aber boah, wie viele KP haben wir da jetzt? Die Waffen sind dann wirklich um einige stärker geworden. Oh yeah. Ist nicht so knapp, aber boah, wie viel hält die denn noch eigentlich aus? Jetzt mal Schluss mit dir. Aber ihr selbst leiden kaum Schaden und unsere HP, die kommen so schnell wieder zurück. Wir haben knapp 7000 durch die königlichen Waffen. Alter Schwede. Und wie wir damit abgehen. Alter. Bitte sehr. Oh ja. Nimm den und den. Bam. Was soll... Hat uns gerade verschluckt? Ich hab's gar nicht sehen können, was da los war. Heißt rum. Bam! Boah. Ein weiteres Bestandteil von ihr. Alter Schwede. Boah. Wenn selbst Göttern. Selbst Göttern zu viel Schaden zufügen können. Fehlt nur noch Ramu. Weil der müsste erst effektiv sein hier. Wir hört draufballern. Und noch mal. Mit Stil. Hohoho. Draufhalten. Haben sie bald. Wo ist sie? Wow. Warte. Ah, das ist ja doch wieder ein Bosskampf, der mir gefällt. Gegangen. Ah! Alter, jetzt sind wir Schluss hier. Okay, diesmal aber eindeutig auf Blocken. Und nochmal. So, wir haben sie bald. Jetzt Schluss. Oh ja.
Sieht bislang ganz gut aus für uns. Jetzt ist sie niedergeworfen worden. Jetzt ist unsere Chance, richtig wieder zu attackieren. Oh Mann. Und eine weitere Flosse wird weggerissen. Lange hält es nicht mehr durch. So, richtig draufballern und dann war es das. Oh oh. Und parieren. Oh. Ah. Button smashing. Und das wär's. Boom. Oh du Scheiße. So, doch Lunas Speer. Dann war es das. Und zack. Aufgeschlitzt und dann war es das. Woo, nice. Ah, das war ein epischer Bosskampf. Geiler Scheiß, Mann. Geiler Scheiß. Aber wie geht es Luna? Es ist vorbei. O Eos, Quell allen Lebens. Noctis? Luna? Du hast mich also gefunden. Ja, natürlich. Dass wir uns noch einmal sehen. Ich bin so froh. Wie meinst du das? Wieso sollten wir uns nicht sehen? Weil meine Gebete erhört wurden. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ja, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Du bist auserwählt, Noctis. Die Sterne leuchten nun für dich. Und du sollst das bekommen, was dir rechtmäßig zusteht. Weißt du noch die Blumen in Tenebrae? Kommt mir vor, als wäre es ewig her. Sie blühen noch immer für dich, in den Tälern und an den Hängen. Bist du auch dort? Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben. Doch dieser Augenblick muss uns reichen. Warum? Ich wollte dich doch retten. Wenn die Welt um dich einstürzt und es keine Hoffnung gibt. Wenn du alleine bist an einem lichtlosen Ort
Dann schau zu den Sternen. Wisse, dass ich dort bin. Und dass ich für immer über dich wachen werde. Leb wohl, geliebter Noctis. Wieder zurück. Ich sag den anderen Bescheid. Kann aber ein bisschen dauern. Bist du verletzt? Es war ein hitziger Kampf. Da fallen Opfer. Und Luna? Ist eines davon. Das ist von Umbra. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir es also wirklich verloren? Kapitel 10, die Bürde eines Königs. Die vier Freunde setzen über die See und steigen in einen Zug, der sie zur imperialen Hauptstadt Kralea bringen soll. Unterwegs wollen sie eine weitere Königswaffe in ihren Besitz bringen, um für den Rückerobern des Kristalls gewappnet zu sein. Auch der Ring könnte Noctis helfen, doch noch ist der Prinz nicht bereit, sein Erbe zu schultern. Tja. Wen wundert's? Das kann nicht wahr sein! Ist das tatsächlich gestorben? Verdammte Scheiße! Hätte ich das irgendwie verhindern können? Durch andere Entscheidungen oder was auch immer? Weil ich habe gehört, das Spiel soll mehreren Enden haben. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare, okay? Schon schlimm.
Die Astralplage. Einige Wochen später. Also, fahren wir auch nach Tenebrae? Erst müssen wir zum Königsgrab in Kartanika. Ignis, willst du nicht? Meine Wunden sind verheilt. Auch wenn ich nichts sehe. Für wen hältst du dich? Bitte? Wir halten nicht in Tenebrae. Wie lange willst du dich noch so aufführen? Wie hättest du denn gern, dass ich mich sonst aufführe? Du könntest damit anfangen, endlich mit Ignis zu sprechen, der es im Moment am schwersten hat. Lass mich los. Und den Ring könntest du auch endlich benutzen. Luna hat sich geopfert, damit du deine Pflicht erfüllen kannst und du versinkst in Selbstmitleid. Was muss ich mir nicht anhören? Offenbar schon! Oder sollte Ignis umsonst erblindet sein? Genug, Gladio! So einen nutzlosen König hat die Welt noch nicht gesehen. Halt's Maul! Hör endlich auf! Glaubst du, ich weiß das alles nicht, oder was? Dann verhalt dich entsprechend, du Lusche! Nacht! Lass ihn! Bis zur Ankunft in Kartanika kann Noctis sich frei im Zug bewegen. Erkundet die Abteile nach Belieben. Machen wir dann im nächsten Part. Schlimm. Luna ist gestorben und dann muss noch Ignis erblinden. Ist doch wohl nicht zu fassen. Wie wird das noch weitergehen? Ich weiß nicht, wie es noch weitergehen soll bei diesem Spiel. Jetzt fängt es langsam an, depressiv zu werden. Aber sowas kennt man von diesen Spielen. Und deshalb... ja. Deshalb mögen wir sie auch so, ne? Und ja, deshalb danke nochmal fürs Gucken und bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy 15. Also auf Wiedersehen und tschüss oder...